herzlich willkommen zurück bei Illusion of Time. Und ich bin mit dieser blöden, arroganten Prinzessin, die ein Schwein aus Haus, die hat auf diesem Floß gefangen, ja. Und ich kann nichts weiter tun, als mit ihr zu reden. Schlimmer kann es nicht mehr kommen, oder? Es ist furchtbar, wir scheinen die einzigen Überlebenden zu sein. Bist du in Ordnung? Ich fühle mich furchtbar. Kein Wunder, du warst ziemlich lange bewusstlos. Ja, ich fühle mich nicht deswegen furchtbar. Ich hörte davon, wie es ist, Schiffbrüche zu erleiden. Doch in Wirklichkeit ist es noch fataler. Das Unglück sucht immer die Falschen heim. Ja, mich. Bei dir passt das Ganze ja. Sei mir nicht böse. Denk einfach nicht an die Zukunft. Genieße die Meeresidylle. Hey, die hat die Ruhe weg, hey. Die ist doch so fertig. Ich habe Hunger. Gut, dass ich im Schloss die Jagdkeule mitgenommen habe. Sei mir nicht böse. Oh, Mädchen. Muss ich jetzt die geben, oder was? Wir bissen etwas von dem Fleisch ab. Es war das Beste, was wir jemals hatten. Und das Allerbeste wäre, wenn ich sie ins Wasser schubsen könnte. Meeresidylle Tag 2. Ein Fischbrauch. Liebes Tagebuch, ich bin jetzt schon 2 Tage auf hoher See mit dieser kranken, arroganten, durchgedrehten Tussi. Heute sah ich Fische vorbeispringen. Ja, wir spielten Fische zählen. 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nach 20 Minuten wurde es langweilig und ich habe mich entschlossen, doch mit der Prinzessin Kara zu reden. Zweite Option wäre, mich selbst im Meer zu ertränken, aber dann wäre das Spiel viel zu schnell vorbei. Wunderschön, ich könnte mein Leben hier verbringen. Bitte, spring, spring, bitte. Gott, mich regt die Tussi so auf. Ich will ja weg. Wenn ich vielleicht die Windmelodie spiele? Nein, nichts geschieht. Könnt ihr mir ganz lieb... Ja, dann verbring's doch hier, oder? Ich tue wieder Fische zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich hab keinen Plan, was ich jetzt machen soll. Was habe ich denn hier eigentlich noch? Kerkerschlüssel. Warum tötet mich keiner? Wunderschön, ich könnte mein Leben hier verbringen, ja. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, übersehen kann ich ja eigentlich nichts, oder? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Will, komm, spring ins Wasser, beende es. Ja, das war Let's Play Illusion of Time. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Das ist das Ende. Was tust du, das arme Geschöpf? Habe ich jetzt einen Fisch geschlagen? Ja, was tust du, das arme Geschöpf? Ja. Halt die Schnauze. Ich erschlage jetzt einen Fisch. Muss ich den hier raufziehen vielleicht? Nö. Was tust du, das arme Geschöpf? Halt die Klappe, Mädchen. Hä? Sieht noch links, obwohl ich rechts stehe. Die Zeit vergeht so langsam. Was können wir nur tun? Ich denke es mir auch gerade. 5 Minuten. Wie versteinert starte ich Kara
Wie versteinert starrte Kara auf die Fische. Ihre Hoffnung schwand. Ich wanderte ruhelos auf dem Floß hin und her. Oft versuchte ich, mit ihr zu sprechen. Eine Minute schien wie eine Ewigkeit. Ich hörte das Rad der Zeit ticken. Ja, das ist cool. Ich denke mir nämlich genau dasselbe. Meeresromantik Tag 4. Von Romantik kann ja keine Rede sein. Gott. Ich habe eine Vorahnung. Man wird uns bald finden. Was meinst du? Wir werden hier sterben, Mädchen. Schubs, schubs, schubs. Hier, etwas schwimmt im Wasser. Ja, deine Leiche wahrscheinlich. Kohlenkrug. Pissbottig vom Schiff wahrscheinlich. Uah. Die Flasche enthielt einen Brief. Der Inhalt liest sich wie folgt. Das ist aber eine große Flasche. Fremder, der du diese Zeilen liest, errette uns. Denn wir sind Gefangene auf einem Schiff und sollen als Sklaven verkauft werden. Erbarme dich unser. Meine Vision bestätigt sich. Du sagtest, dass wir gerettet werden würden. Aber ich bin kurz davor zu verhungern. Mein Magen schreit nach etwas Essbarem. Wenn du Fische essen würdest, bräuchtest du nicht hungern. Nie könnte ich ein lebendes Wesen selbiges rauben. Du willst uns also lieber sterben sehen. Roher Fisch ist nicht gut für mein Tor. Ach, Gott, ist nein. Boah. Außerdem könnte ich nicht den Schmerz ertragen, den der Fisch spürt, wenn wir ihn töten. Tu dir keinen Zwang an, ihn zu essen. Ich werde es jedenfalls nicht tun. Hey, die ist doch fertig mit der Welt, oder? Die ist doch von hinten bis vorne fertig. Kara hat den ganzen Tag nichts gesagt. So sind eben die Frauen. Gott. Meeresträume, Tag 7. Seit einer Woche treiben wir auf hoher See. Mein Mut sing. Das Ende der Fahnenstange war erreicht. Wenn wir jetzt nichts essen würden, würden wir sterben. Ich friss mich jetzt da an den Fischen satt. Das ist mir egal, ob die da krepiert und Gefühle von Fischen da. Die hat doch einen Schlag weg, die Tussi. So eine veganer Tussi, hey. Schlimm. Nom 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 nom. Captain Iglo. Dö-dö-dö-dö. Das neue Schlemmerfilet von Captain Iglo. Nee. Schleichwerbung. Also ich bin gesättigt. Ich weiß nicht, wie mit dir steht. Tut mir leid, dass ich gestern so war. Ich werde versuchen, den Fisch zu essen. Ich ziehe den Ekel dem Tod vor. Das sind wieder die Umstände. Wir müssen jede Chance nutzen, um zu überleben. Ich werde uns einen schönen großen Fisch fangen. Ich habe aber schon gegessen. Da friss. Endlich konnte ich sie dazu bringen, den Fisch zu essen. Will führte plötzlich mehr für Kara. Es war lieb. Pfui! Will, okay, mach keinen Schmarrn. Will, überlege es dir nochmal. Das sind nur Meeresalbträume, Tag 12. Das sind nur Entzugserscheinungen vom Hunger. Wie wunderschön die Sterne leuchten. Gerne würde ich sie berühren. Gerne würde ich dich berühren. What the fuck? Was geht denn jetzt ab? Wenn ich könnte, würde ich dir einen der Sterne schenken. Siehst du den roten Stern im Sternbild? Cygnus? Ja, er leuchtet rot wie Feuer. Ich weiß, wie wir diesen Abend noch unvergesslicher machen könnten. Lass uns einen Wunsch aussprechen. Der Stern wird ihn erfüllen. Ich wünsche mir, dass du ertrinkst. Ich wünsche mir, du ertrinkst. Ich wünsche mir, du ertrinkst. Ich wünsche mir, du ertrinkst. Ich wünsche mir eine Nacht mit einer wirklich wunderschönen Frau. Mit... Nein! Blasphemie!
Mehr der Schicksalsetag 18. Boah, mit 18 Tage mit der auf dem Floß. Nee, Leute, 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 ich dreh am Rad, ich dreh am Rad. Nun sind wir schon seit fast 3 Wochen auf See. Deine Haare sind länger geworden, du siehst wild aus. Sie gefällt mir immer besser, ihre Arroganz ist gewichen. Boah, der muss schon Sonnenstich haben, hey, dass er Kara wundervoll findet. Sie hat sich geändert. Sie ist nun viel natürlicher. Ihre Anmut bringt mein Blut in Wallung. Bin gleich zurück. Boah, da wird mir schlecht. Jetzt holt uns der Teufel. Sieh doch. Was ist das dort im Wasser? Bitte tötet mich. Ist es ein Hai? Wir werden zerfetzt und gefressen werden. Ja, Gott sei Dank. Dann habe ich es endlich hinter mir. Sie umkreisen unser Floß, aber sie greifen nicht an. Worauf warten diese Bestien? Ich weiß, ich könnte die Karre ins Wasser schubsen. Gott, also 18 Tage ohne die Lilly, die viel, viel cooler wäre als die Kara und er spinnt sie an, hä? Ich glaube, ich werde nicht mehr. Ja, auf was wartet ihr? Die sind nicht wie wir Menschen. Mein Großvater hat mir erzählt, dass Menschen die einzigen Wesen sind, die auch ohne Grund töten. Was wir also taten, ist kein normales menschliches Verhalten. Wir aßen den Fisch erst, als wir hungerten. Sieh doch, sie schwimmen fort. Lebt wohl, ihr Hai. Bist du fertig? Nein, 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 nein. Meerestragödien Tag 21. Ja. Als ich noch im Schloss wohnte, liebte ich es, die Sonne untergehen zu sehen. Es war schön, wie die Sonne auf das Schloss strahlte. Inzwischen hasse ich diese Momente. Wenn die Sonne untergeht, kommt die Dunkelheit. Ich fürchte schon, die Sonne nie mehr zu sehen. Aber seit du an meiner Seite bist, sehe ich die Sonne wieder jeden Morgen. Selbst Situationen wie diese sind mit dir erträglich. Schon lange wollte ich dir die gleichen Worte sagen, doch mein Mund schwieg. Ach, ist das geil. Nein, eigentlich nicht, aber doch meine Gedanken waren die deinen. Umgefallen, Co. Plötzlich wurde ich ohnmächtig. Ja, ich wäre schon lange vom Bord gesprungen und fiel in einen tiefen Schlaf. Will, was ist geschehen? Ich habe dich angesehen, das ist geschehen, ja. Mach wieder auf, Will. Lass mich nicht allein. Boah. Seitlich im Bett liegt, diesen Hund. Eine fremde Stimme. Sieh doch, er kommt zu sich. Gib ihm etwas zu trinken und reiche ihm Obst. Er ist sehr schwach. Er leidet an Skorbut. Aber keine Angst, wir kriegen ihn schon wieder hin. Das hat selbst die Crew von Columbus schon erleben müssen. Im Endstadium färbt sich die Haut des Betroffenen schwarz. Das Zahnfleisch beginnt zu bluten und der Körper verfault langsam. Schweig! Ich kann nicht länger deinen Worten lauschen. Nun gut, du holde Maid. Meine Lippen mögen schweigen. Hab Dank, edler Retter. Ja, ich bin K.O. und sie macht sich schon den nächsten dran. Das ist so voll die Nutte. Dank nicht mir. Dem Hund gebührt ein Lob. Er fand euer Floß. Will, oh mein Geliebter, wach. Ja, jetzt bin ich wieder der Geliebte. Ist der andere schon wieder langweilig geworden? Oh, Prinzessin. Wir haben Land erreicht, die Rettung naht. Oh. Zing, und ich stehe im Bett. Kara, wo bin ich? Wir sind im Haus unseres Retters. Dort ist ein unruhiger Schlaf. Immer und immer wieder hast du im Schlaf gestöhnt. Das war kein unruhiger Schlaf. Dies sind die südlichen Außenbezirke von Oakton.
Freya liegt eine Tagesreise von hier im Norden. Wenn du jemanden suchst, würde ich das in einer großen Stadt tun. Ah, ist da alles aus dem Bett gesprungen. Dank nicht mir, bla 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 bla, das war der Hund. Lass uns sofort aufbrechen nach Freya. Ich werde mich nur vom Hund verabschieden. Ach Gott. Ich allein mit der, es waren schon die 18 Tage auf dem Floß die Hölle. Die Hölle. Ja, spiel mit dem Hund. Blöde Kuh. Gebell, Gebell. Wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff. Der Hund heißt Gobbelhuf. Ist er nicht ein treuer Gesell? Los, lass uns gehen. Vielleicht treffen wir Lilly, Lance und Eric. So zogen sie denn aus nach Freya. Oder Freya? Keine Ahnung. Diamantenküste. Nicht Kiste, Diamantenküste. Freya oder Freya, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall auf einem anderen Kontinent, so wie es aussieht. Allein mit ihr. Boah, cool, mit Rosenblättern oder Kirschbaumblüten im Wind. Fantastisch, welch eine prächtige Stadt. Ich hoffe nur, dass die Bewohner genauso sind. Ich hoffe, sie entführen dich. Seid willkommen, Fremde. Wisst ihr schon, wo ihr übernachtet? Nein, noch nicht. Wir suchen jemanden. Warum beginnt ihr eure Suche nicht hier? Warum nicht? Ich bin ohnehin müde. Einverstanden, Will? Lass uns hier übernachten. Hoffentlich erdrosselt mich jemand im Schlaf. Riech an dieser wundervollen Blume. Sie duftet herrlich. Endlich wieder allein ohne die Zikada. Hör dir meine Warnung. Treib dich nicht im dunklen Gassen herum. So wie eine Rose Dornen hat, hat auch diese Stadt ihre schlechten Seiten. Ja, diese schlechte Seiten heißt heute Nacht im Gasthaus. Im Bett neben mir, Kara. Das ist die schlechte, dunkle Seite dieser Stadt. Er steht auf dem Dach. Ich bin der Juwelier, der Reisende zwischen den Kontinenten. Was ist dein Begehr? Ich bin nur zufällig hier, bewahre meine Juwelen auf, zeig mir dein Angebot. Für die Juwelen werde ich dich mit nützlichen Dingen meines Inventars versorgen. Heilkräuter brauchen... Ach, das sind die Preise. Ich brauche 3 Juwelen. Wie viele Juwelen habe ich? 3. Ja gut, ich brauche jetzt eh nichts. Howdy! Ich bin erschrocken! Jemand ist vom Dach gestürzt. Welch ein treffsicherer Sprung. Was bin ich Ihnen für diese Vorstellung schuldig? Hier! Klatsch! Kinder! Wenn ihr das auch macht, werdet ihr wieder in den Keller gesperrt. Ja, wenn ihr nicht brav seid, Kinder, werdet ihr entweder an fahrende Händler verkauft oder in den Keller gesperrt. Merkt euch das! Oben sieht es furchtbar aus, du musst verzeihen. Ja, ich bin nicht so pingelig, keine Ahnung. Ha! Aber ich bin Küssen erwischt. Für unsere Beziehung ist es besser. Was ist für eine Beziehung? Gott, da muss ich die ganze Scheibe auslaufen. Sich nicht den ganzen Tag anzusehen. Okay, verstehe ich das falsch? Sie drehen sich den Rücken zu, weil sie denken, es ist besser für ihre Beziehung. Macht ihr das in echt auch so? Wer von euch eine Freundin hat oder einen Freund oder keine Ahnung, dass ihr euch mal so eine halbe Stunde nicht anseht, so Rücken an Rücken. Da ist zu. Ah, da ist die Kara. Aha, seht, und jetzt links. Kam bin ich aus dem Zimmer, wird wieder geschmust da drin. Ja, 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 in den 9 Monaten schwanger. Ja, ja, so ist das. Gott, hier sieht's aus. Keine Angst, es war kein Einbrecher, der hier wütete. Ich dachte nur, dass du dich so vielleicht wohler hier fühlst. Hä? Okay, er macht absichtlich einen Saustall, weil er meint, ich fühle mich wohler. Hier ist das Hotel, lass uns ein Zimmer nehmen. Ja, ich schlafe im Keller, ey, weit, weit weg von dir. Nun gut, so seid denn meine Gäste. Gott. Lilly! Lilly, mein Liebling! Kommt herein! Will und Kara? Lilly? Bist du es, Lilly?
Ich war so besorgt. Über einen Monat lang waren wir getrennt. Ja, ich war auch besorgt. Ich habe in diesem Hotel gelebt und gearbeitet. Lenz ist im Raum rechts. Geh zu ihm. Lilly! Lilly, rette mich vor Kare! Rette mich, Lilly! Lilly! Nein, Lilly, rette mich! Rette mich! Sie sagten mir, ich wisse nicht, wer ich bin. Ist das nicht sonderbar? Ich weiß nicht, wie ich heiße und wo ich bin. Oh. Lenz hat sich am Kopf verletzt, als er vom Inka-Schiff fiel. Seitdem kann er sich an nichts mehr erinnern. Lenz sollte hierbleiben, bis es ihm besser geht. Ich bin froh, dass alle in Sicherheit sind, nur... Ja, alle, da fehlen noch zwei. Wo ist Erik? Ich habe ihn seit letzter Nacht nicht mehr gesehen. Was kann passiert sein? Lilly, hilf mir, Lilly! Okay, der Raum ist leer. Der Raum ist ebenfalls leer. Nun gut, wenn wir zurückkommen, geht es weiter mit Illusion of Time und wenn ich nicht ganz verzweifelt bin, werde ich wiederkommen und wenn ich ganz verzweifle, dann liegt es an dem Aspekt, dass das mit Kara da irgendwas läuft, was ich nicht gut heiße. Naja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, ihr seht auch die anderen Teile, Kommentare, Abo, wie immer, wäre super, wenn ihr was da lasst und... Bis dahin, so long.